Not a new amount of some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, packed up every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, meine Damen und Herren, willkommen jetzt zurück zu einer neuen Folge von Transportfieber hier auf dem wunderschönen Kanal. Wir spulen jetzt mal hardcore nach vorne. Falls es mal ruckelt, ich tue im Hintergrund noch rendern, ich tue im Hintergrund hochladen. Aber ich möchte unbedingt gerade spielen, weil ich so einen verdammten Bock habe. Beziehungsweise dann später FIFA spielen möchte und mit FIFA aber keine Aufnahmen machen möchte. Das heißt, ich muss hier meine Zeit jetzt irgendwie schnell verbringen. So, gefühlt wieder 3000 Fahrzeuge sind wieder zu alt. Ist mir aber sowas von egal im Moment. Wir werden jetzt mal warten, bis wir mal wieder Geld eingenommen haben. Wir haben ja relativ viel Minus. Und das Geld muss erstmal wieder eingearbeitet werden. Wo haben wir das riesen Minus gemacht gehabt? 100, Alter, wir nehmen so verdammt viel ein. Dass ich eigentlich schon sage, die Betriebskosten sind teurer als die Einnahmen. Und das ist traurig. Ja, ich habe mir jetzt schon überlegt, was könnte man denn als nächstes machen. Wir könnten mal hier von dieser Stadt, nach von Dröbnitz aus, nach Heiningen, von Heiningen nach Ober-Irgendwas hier hinfahren. Da fahren wir dann hier so hinten rein in den Bahnhof, machen den zweigleisig und machen dann eben hier so eine Endstation noch rein. Also eingleisig und fahren dann zurück. So ist mein nächster Plan, würde ich sagen, damit auch mal die Stadt weiter mal wachsen kann oder so. Ich sehe, das Flugzeug ist immer noch ein bisschen unter der Erde. Kann ich aber nicht großartig was drüber machen. Das ist schade, ist eben ein bisschen scheiße. Und natürlich, das ist scheiße auch hier. Aber was anderes möchte ich nicht machen, weil ich möchte immer wieder mal was Neues bauen und ja. So, was haben wir hier? Wir haben den Essen nach Schmiedling. Okay. Wir müssen mal gucken, der Bahnhof hier, ja, das sieht doch sehr gut aus. Er wird jetzt für alles genutzt. Es läuft wieder so, wie es sein soll. Und wir müssen auch nach und nach mal gucken, ob auch alle Sachen hier hin und her transportiert werden. Wir haben ja jetzt als nächstes haben wir ja auch die Linie 6, die uns Kunststoff hin und her fährt. Kunststoff zu, lassen wir mal kurz gucken, auch Kunststoff ist sofort weg. Kunststoff zu, schlag mich tot, eine Oberneu-Ulm. Kunststoff zu Waren. Ganz einfach. So, das geben wir natürlich hier ein. Kunststoff neu. Ach nee, Kunststoff Waren. So. Dann ist nämlich auch mal wieder diese Fahrt benannt. So. Gucken wir mal, ist hier eine Produktion. Eine sehr, sehr niedrige Produktion, würde ich sagen. Hier kann man noch sehr, sehr viel rausholen. Ist nur die Frage, kann die Stadt das auf? Ja, die kann das hundertprozentig aufnehmen. Wir müssen dann mal gucken, können wir hier unten irgendwie mal... Ach, wir haben eine einzelne Linie dafür. Ach so, ja stimmt, ja war ja was, glaube ich. Plus 32 ist sehr wenig. Was kann das Kunststoff hier... Na gut, die brauchen noch mehr Weizen und der Weizenzug fährt jetzt erst ein und sagt, jo, wir haben kein Weizen. Weil sie nämlich jetzt auch Holz schon brauchen. Ja, Holz. Wo kriegen wir jetzt Holz her? Also wir haben Bretter hier. Ich habe zwar letztes Mal auch gesagt, jo, wir fahren hier durch, aber es sind ja Bretter. Wir haben zweimal Bretter hier in der Nähe. Scheiße. Und kein Holz. Also hier oben kommt zwar Holz an, aber zu wenig. Wir dürfen nicht alles oben wegnehmen, weil sonst haben wir ja Riesenprobleme. Aber es geht wohl nicht anders. Gut, dann müssen wir mal gucken. Hier.
Und hier kommt Holz an. Holzbahn Neu-Ulm. Der holt Holz ab. Fährt das. Was sind das für eine bescheuerte Sache hier? Raus. Holt Holz ab. Fährt das zu Neu-Ulm. An dem Bahnhof und an das Ding. Und fährt hier hin? Was macht er hier? Achso, wegen dem hier. Neu-Ulm Abzweigung muss hier hin. So. Und Gleis 3. Halt, wir müssen das hier anklicken. Terminals, passt alles super. Das heißt, die Holzproduktion muss hier auch jetzt weiter steigen, weil wir hier unten Holz transportieren müssen. Bin ich aber schon fast dafür, dass wir hier eine eigene Bahnstrecke bauen. Weil wir haben hier. Dann haben wir hier. Wir haben aber kein Geld. Scheiße. Also wir können im Moment nicht machen. Wir müssen jetzt weiter planen. Wir müssen. Ich bräuchte jetzt das Stift und Papier. Papier habe ich hier, aber Stift nicht. Das ist scheiße. Sonst habe ich alles hier gehabt. Ah, guck mal. Ich habe hier sogar einen Stift noch. Dann machen wir jetzt nämlich eine Planung, was wir als nächstes bauen. Was ist das überhaupt für ein Zettel? Lehrer. Gut. Und zwar müssen wir Holz transportieren. Holz von Neu-Ulm West. Holz. Neu-Ulm West. So. Dann. Jetzt muss ich gucken. Dann müssen wir hier runterfahren. Das Holz muss hier hin. Riedbach Süd. So. Dann machen wir eben jetzt eine gemeinsame Planung, auch wenn das eigentlich relativ scheiße ist. Wir müssen gucken, wo wir da Minus machen. Das machen wir auch noch diesen Part. Weil sonst muss ich so lange jetzt vorspulen, bis ich irgendwo Plus habe. So, Riedbach Süd. Danach kommt uns, weil zum Beispiel die Züge unten, die machen jetzt Plus, Minus. Dann müssen wir von, machen wir so Zug. Dann muss Holz von mit dem LKW von Unterriedbach. Unterriedbach nach hier rüber. Nee, nach hierhin. Hier. Und zwar Riedbach Nebengleis. So, und dann muss ein Zug noch fahren, der natürlich Zuglinie 4 Holzwaggons. So, da haben wir eine Sache, die wir jetzt erstmal irgendwann mal in den nächsten Parts machen müssen. Wir machen so viel Minus. So, hier haben wir mal ein kleines bisschen Plus gemacht. Wir müssen jetzt mal gucken. Wir gehen jetzt mal kurz auf Stopp. Wo machen wir jetzt Minus? So, Baumaterial Neu-Ulm. Die machen sehr viel Minus. Bretter, die machen ja immer relativ gutes Plus. 4 Millionen. Essen Neu-Ulm. Klar, das macht der Minus. Aber es sind so welche Sachen, die möchte ich eigentlich ungern. Dir kann ich verkaufen. Essen, Vieh, Dittersee.
Die machen so viel Minus. Und zwar Vieh. Nee, Essen. Essen. Vieh. Tittersee. Tittersee. Neuen Zug. Aber vorher müssen wir gucken, warum macht der den Minus? So, und zwar braucht der bestimmt auch. Der hat doch Zeug hier. Ach, guck mal, der kommt das abholen. Gut, okay, wir gucken mal. Fahrzeugdiagramm, Finanzen. Trotzdem macht er Minus. Was vielleicht ein zu alter Zug ist. Dann nehmen wir am besten einen Zug dort raus. Wir nehmen mal einen Zug in der Strecke raus. Der hat gerade was und der hat nichts, deswegen verkaufen. So. Das ist das Erste. Da hoffen wir mal, dass wir jedenfalls da ein bisschen ins Plus hochkommen. Hier haben wir 2,5 Millionen. Was natürlich auch nicht gerade wenig ist. 2 Millionen, das machen allein nur die Kunststoffe, die machen 2 Millionen Minus. Die Linie 1 macht 2 Millionen Minus. 3 Millionen Minus, Stahlmaschine Neu Ulm. Neun Millionen Vieh essen. Da verkaufen wir hundertprozentig einen Zug. Der wird So kann er jetzt, nee. Achso, das ist hier hinten. Da müssen wir mal kurz noch warten und dann wird der nämlich verkauft. So. Wir machen das mal am besten so hier. Schiffe machen die bloß, ja. Also da war jemand mal nicht weiter, aber Schiffe, die bringen uns Geld, das ist gut so. Was ist mit den Flugzeugen? Die Flugzeuge machen 4 Millionen Minus. Wie oft werden sie gebraucht? Da können wir ein kleines Flugzeug holen. Da können wir uns dann später ein kleines Flugzeug noch holen. Die schaffen wir. Ins Depot werden verkauft. Flugzeuge. Kleine kaufen. So. Was sagt der ÖPNV? Nee. Das hier ist... Okay, das ist nur das. Ich möchte eigentlich den ÖPNV haben. Dass ein Grund nicht hier ist. Gut. Holz, das nimmt bloß ein. Ja, ja. Hier müssen wir verkaufen. So. Hier verkaufen wir nur ein paar Fahrzeuge. Weil alle möchte ich nicht verkaufen, weil mir das zu anstrengend wird, dann alle nochmal neu rein. Wir brauchen ja bloß nach und nach ein bisschen Plus. So. Den lassen wir, den verkaufen wir noch. So. 19 Millionen. 17 Millionen. Wir müssen viel, viel mehr plus jetzt. Okay, wir haben natürlich jetzt im Verkauf haben wir 23 Millionen.
Da wären wir trotzdem noch im Minus. Und das ist scheiße. So, Stahl. Warum nehmen die Stahldinger kein Geld mehr ein? Linie 1. Die Farm. Das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir nicht mehr. So. Die Farm von Oberneu-Ulm. Sollen, glaube ich, Stahl mitbringen, oder? Jo. Linie 1. Da ist Stahl da. Bestimmt, weil sie gerade wieder produzieren können. Trotzdem sind das dann zu viele Fahrzeuge, die hier sind. Deswegen verkaufen wir jetzt mal so ein durchgemischt ein paar Fahrzeuge. So. Verkaufen. Dann verkaufen wir den noch. Dann verkaufen wir den, der ist noch leer. Dann verkaufen wir den noch, der ist leer. Den hier vielleicht auch noch. Der hat was, der hat auch was. Ist nicht viel, aber die haben was. Von den Orangen verkaufen wir dann noch. Haben wir ein paar viele. Er hat gerade was. Der hat auch einen Haufen. Der hat nichts. So. Haben wir hier nochmal. Jetzt müssen wir eben so ein bisschen nach und nach durchspielen. Weil es könnte sein, dass wir... Ach, hier haben wir den EPMV. Dass die nach und nach jetzt eben... Dass wir irgendwann mal Geld einnehmen. So, 2 Millionen. So, 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 so. 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 Dann verkaufen wir hier so ein paar Fahrzeuge noch. Verkaufen. Warum bringen die jetzt kaum noch Geld ein? Das müssen wir jetzt auch mal kontrollieren dann. Ne? Aber zuerst machen wir hier ein bisschen was weg. Hm, der hat Geld mit. Der hat auch Geld dabei. Der wird verkauft. Der wird nicht verkauft. Der wird verkauft. Der wird nicht verkauft. Jetzt gucken wir uns mal an. Warum? Wo fahren die lang? Die fahren in die Stadt rein. Holen hier die Waren ab. Und fahren dann hier hin. Und sollen Maschinen mitbringen. Und die Maschinen brauchen aber Stahl- und Holzbretter. Oder Kunststoff noch. So, und Kunststoff haben wir gerade nicht. Ah, jetzt kommen gerade die ganzen Kosten wieder rein. Also was die Bahn angehen, ich glaube, da brauchen wir auch nicht weiter reden. Die machen ja plus... da können manche nur träumen davon. So. Wo haben wir dann vielleicht noch ein paar Sachen, die wir verkaufen können? Also hier haben wir noch 3,4 Millionen Minus. Verkaufen wir immer noch ein paar. Ein paar davon hier zum Beispiel. Der hat was dabei. Oh, die stehen ja hier Schlange. Wir haben eindeutig zu viel davon. Die stehen Schlange. Das heißt, wir haben viel zu viel davon. Die stehen hier Schlange. Ach so, die stehen bei Verkaufsschlange. Terminals, da ist aber auch nur eine Sache. Okay. Schließen alles. So, hoffentlich machen wir jetzt irgendwann mal wieder Plus. 1 Million Minus. Die laufen ja dann, sobald das erste Holz wieder da ist. Aber welche Sachen würde ich nicht komplett verkaufen oder überhaupt verkaufen, weil die mir schon Probleme bereiten würden. So, was sagen die Züge? Gibt es da vielleicht 3 Minus? 3 Millionen. 3 Millionen. Jetzt die Puffer. Oh, passt genau.
Dann machen wir den nämlich kleiner, weil so viel brauchen wir hier nicht. Das steht fest. Erste Klasse, erste Klasse. Zweite Klasse. Erste, zweite Klasse. Es passt gar nicht so rein. So, wie viel haben wir jetzt hier? 74. Scheiße. Das sind zu wenig. Fuck, welcher Zug war das? Ah, fuck. Oh, scheiße. Wir haben auch noch einen ICE. Der macht aber gar nicht mehr so viel, nicht Minus. So, gucken, welcher. Wir haben zwei Züge auf der Strecke. Okay, gut. Hat sich das auch geklärt? Das war mal ein Zug. So, wir haben das erste Plus mal wieder. Stopp, stopp. Wollen wir damit unser Leben verhauen jetzt? Wir könnten unsere Plastikproduktion wieder anregen. Ich überlege mir das und dann gucken wir im nächsten Park, weil wir brauchen einen Zug. Wir brauchen die LKWs drauf und wir brauchen den Ausbau von dem Zug. Da werden wir uns im nächsten Part mal drüber reden. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, sagt ihr mir das Wort. Daumen nach oben, Daumen nach unten und Abo nicht vergessen. Ciao, ciao.